So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Life is a Fiddle. Feudel, sorry, jetzt habe ich mich nur versprochen. Ja. Ja, wir haben unsere erste Hütte gebaut. Da betet gleich mal einer vom Haus, ne? Das ist so schön. Kannst du mal die Tür aufmachen jetzt hier, oder? Set as my house. That's not your house. Willst du mich rollen, oder was? Wie bist du da jetzt rein? Nice. Boah, ist das Haus groß, ey. Da kann man ja übelst rumraisen. Ach, da hängt nur ein Tuch davor. Jetzt, ja. Das ist ja ein wenig scheiße. Und wie kann man das zumachen? Kann man das absperren? Nee, also ist ja scheißegal, weißt du. In dem Fall können wir es einfach zusammen nutzen, hoffe ich mal. Aber ich hätte schon gern auch ein eigenes Haus. Ja, musst ja eins bauen halt. Ja, ich suche mir jetzt mal Steine zusammen, dann baue ich mir eine Säge und mach das Ganze auch. Nee, wir bauen die schon zusammen, aber das Problem ist, wir müssen halt wieder ewig viel ebnen, ne? Das ist voll der Stress. Ach, ich setze es einfach am Strand hin, fertig. You have one Flintstone. Flint. Kennt ihr Captain Flint aus Heroes of New Earth? Den, seine Stimme war so geil. Here's Captain Flint. Choose wisely. So, such mir noch ein Flintstone, du Fritz Piepel. 6 Stück brauche ich für eine Säge. Dann brauche ich noch ein bisschen Heu dafür und dann können wir es auch schon bauen. Aber ich sehe hier gerade schon, es ist kein Flintstone mehr vorhanden, was mich gerade ziemlich abkotzen lässt. Ey, es ist doch wieder zum Mäusemelken hier. Nein, nicht die Map aufmachen. I für Inventory. Bam. Den dritten Flintstone gefunden. Vielleicht finden wir noch einen vierten. Oh, sieht das geil jetzt aus hier. Wir haben schon unsere erste Hütte. Das ist so geil. Vier Flintstones habe ich schon. Nice. Good job, Guy. Report wegen Feeding. Jetzt sind keine Flintstone mehr vorhanden. Können wir hier nochmal einen Flintstone suchen? Gib mich einen Flintstone! Was ist eigentlich mit meinem Bohnen, die ich gepflanzt habe? Da kommt irgendwie nichts, kann das sein? Oh, es hängt. 5-mal Flintstone. Einmal brauchen wir noch, dann können wir unsere Säge craften und dann können wir uns ein eigenes Haus bauen. Gibt's da verschiedene Hütten eigentlich noch, die du bauen kannst? Ja, man kann größere bauen anscheinend. Kannst du schon bauen? Hä? Kannst du die schon bauen? Ich denke ja, aber ich glaube, da braucht man wesentlich mehr Fläche. Das können wir jetzt mal machen. Da jo. Oben auf der großen Wiese. Die ist ziemlich gerade, da werden wir nicht viel machen müssen. Welche? Ja, dieser Weg Land einwärts. Ja, warum soll ich jetzt Land einwärts zur Hütte bauen, wenn wir hier unser Lager aufgeschlagen haben? Naja, da müssen wir hier irgendwie eine Fläche ebnen, eine große. Mach ich. Pass auf, ich zeig dich, wie das geht. Ich baue es hier am Strand hin. Strand ist scheiße. Naja, ich sag dir, wie es läuft. Wir suchen uns hier im Mittelpunkt ungefähr. Jo. So, hier hätte ich mal gesagt. Ja. Warte, ich muss meine Schaufel schon rausholen. Schaufel, ich hab meine Arme dabei. Wie viel von den Plätzen brauchen wir, um jetzt so eine Hütte zu bauen? 4x4. 4x4. Hallo, das habe ich in 3 Minuten gemacht. Ja, das glaubst auch nur du. Pass auf, ich zeig dir, wie ich das mache. 4x4. Hey.
So, und hier fangen wir jetzt an. Nee, warte oben. Chill mal, ich hab alles im Griff. Nee, hast du nicht, das ist ein Geschmarri. Machst du die doppelte Arbeit, du musst in der Mitte anfangen, dass du dann von oben wegnimmst und unten drauf schüttest. Pass auf jetzt, schau einfach zu und lern, Bobas. Ey, du glaubst einem auch nichts halt, ne? Für 8x8 oder so musst du doch viel zu weit nach oben machen. Wieso für 8x8? Ich brauch doch 4x4. Bist du auch so ein kleines? Ja. Ja, okay. Ein großes kann man ja dann zentral hinbauen, aber siehst du, was ich jetzt meine? Das 4x4 kriegen wir doch easy hin. Braucht 3 Schläge für den Mist und schon ist das so ein Ding weg. Zum Glück, wir können ja vom Glück reden, dass es keine ganzen sind. Hier gibt es übrigens Gold. Am Strand, ist mir gerade aufgefallen. Ach was? Jo. Ah, jetzt bin ich overburned. Toll. Tolle Kackenwurf! Du hackst es oder was? Nicht schaufeln. Ja, erst mache ich einen Stein frei und dann hacke ich dann mit der Spitzhacke drauf. Das habe ich schon die ganze Zeit gemeint. Da wärst du, glaube ich, schon viel schneller fertig geworden mit deiner kleinen Hütte da. Ja, nee, weil du kannst jetzt hier nicht terraformen, du kannst es hier nicht plätten, den Stein. Der ist doch geplättet. Der wird jetzt dann auf einer Ebene sein, du wirst sehen. Wegen mal checken. Kannst gleich ein Haus reinsetzen. Zeig ich dir. Nee. Genau, warte doch erstmal ab, bis es fertig ist. Zeigt doch ganz unterschiedliche Ebenen an. So läuft es nicht, aber mach was du meinst. Glaub mir, das geht nicht. Schau mal hin, die sind unterschiedliche Höhe, die zwei Dinger. Warte. Wo ist es? Raus hier hin, ja, und fertig. 1799999999. Ja und? Wegen diesen einen da? Ja, schau mal, die zwei Dinger, was du gegraben hast, die haben unterschiedliche Werte. Ja, ich weiß. Ja. Ja, aber müssen die genau gleich sein? Ja, genau. Das ist dieses Ding, was ich gemeint habe. Dieses Flatten. Und das kannst du auf Stein nicht machen. Ich möchte es aber trotzdem ausprobieren. Jetzt gibt's keine Ladezeit mehr, oder? Wenn ich irgendwas ins Inventar schiebe. Nein. Wie das? Gerade eben war da noch eine. Ja, wahrscheinlich. Ich finde das Wasser so eine geile Qualität. Du kannst ja schon mal Tisch und Stühle und so reinbauen. Ja, brauche ich Nägel.
Ach so, dafür. Ja, dann versuch doch mal das endlich zu lernen hier mit dem Meat Mining. Ja, ich. Oh Gott. Ich weiß nicht genau, wie man das erlernt, was man da machen muss für. Ich komme mir vor langsam wie ein Anno, ey. Haben wir jetzt eigentlich schon ein Lagerfeuer, wo wir unser Fleisch braten können? Also ist was? Was ist los? Ne, sag du. Wir brauchen erstmal Level 60 Prospecting oder so, damit du das erlernen kannst. Prospecting, okay. Welches Level bin ich da? Hey, wie kommt man zu Level 60? Das ist jetzt halt die andere Frage, ne? Indem du zum Beispiel Flintstones suchst. Flintstones? Ja. Du willst ja Flintstones und dann Prospecting increased to 72. Hey, Moment mal, dann können es die Schiff brennen. Zeig ich doch, bei mir wäre das nämlich auch so der Fall. Ja, kannst du hier nichts machen an dem Ofen? Ich kann hier schon ran. Ja, ich nicht. Da steht nämlich dort, you cannot do with this object. Was kannst du machen? Was? Was kannst du damit machen? Ja, tu mal dein Eisen her. Das Eisen habe ich alles draußen hingelegt. Das liegt alles auf dem Feld, Acker. Aua. Tunnel. Wo ist das? Das hier? Ja, irgendwo hier, das glänzt so ein wenig dunkelschwarz. Warte mal, schau mal. Ob das richtig ist, was du da anfasst. War gar nicht gewesen. Ist es das? War das Kupfer. Also das Kupfer gewesen. Na, wo habe ich denn das hin? Das müsste doch hier irgendwo liegen. Da ist es hier. Das ist das Silber. Das Eisen. Frage ist, mit was führt man den Scheiß an? Ja, wahrscheinlich auch wieder mit dem Gras. Alter, ich kann Glas machen. Nice! Glas blasen.
Aber jetzt sage ich doch mal das Kupfer rein. Wenn du Sand reintust, ne? Also mit Rinde läuft das Ding. Mach mit Rinde, ne? Das kriegt man ja easy. Der hat sogar ein Thermometer, Mann, das wird immer heißer. Saugeil. Bei 500 Grad gleich. Müsste ich es doch gleich haben. Dicker Tunnel, 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 Tunnel. Oh yeah. Oh yeah, oh Kannst du jetzt irgendwas herstellen mit dem Kupfer? Das Problem ist, dass der Ofen anscheinend nicht heißer wird. Wieso muss er noch heißer werden? Er weiß es nicht, bisher ist nichts passiert mit dem Zeug, was ich rein habe. Ja, vielleicht dauert das ewig. Mach's sein. Ja, wenn das Fleisch so ewig dauert, dann kann das für Kupfer auch viel lang dauern. In Wirklichkeit dauert es ja auch lang, Kupfer zu schmelzen. Du Affe. Und die Musik geht langsam echt an auf den Sack, ey. Die ganze Zeit dieselbe Melodie, ey. Im 24-Stunden-Takt könntest du den nur durchdrehen. Irgendwie wird das Ding nicht heiß noch. Ja, schmeiß halt mal diese runden Brocken rein, mit denen habe ich auch schon mal Feuer angemacht. Die oben in deinem Bolzen. Nee, diese kleinen runden Baumstämme, Stücke. Die oben in deiner.
könnte mir echt mal Schuhe anziehen, nämlich wundert schon, dass er nicht krank wird. Sagt eigentlich die Original-Uhr 22:07 erst? Lol, das kommt mir irgendwie später vor. Also irgendwas fehlt, glaube ich, noch. Hast du die Runden reingeschmissen? Vielleicht muss der Fernseher ja gerne noch nebenan. Du leckst irgendwie. Ja. Jetzt wieder? Ja. Ich hab gesagt, vielleicht muss er der schon strand oder. Nee, du leckst wieder, du leckst wieder. Und jetzt? Ich weiß nicht, ich muss mal was reden. Also. Ja. Ich hab gesagt, vielleicht muss er dieser Furnace genau neben das Ding. Kannst du mit dem was anfangen? Ich baue hier nochmal eins hin. Ja, kannst du mit dem einen was anfangen? Nee, da steht ja, you cannot do anything with that. Ja, okay, dann liegt vielleicht da an. Jawohl. Hä, was war denn jetzt? Heißt es, wenn du stirbst, spawnst jetzt auch immer bei der Hütte? Ja. Das ist geil. Das ist richtig nice. Und ich kann beten, um zur Hütte zu kommen. Und das Beten kann ich sogar vor der Hütte skillen. Du leckst schon wieder.
So, meine Freunde, ich melde mich auch schon wieder ab von dieser Folge und wir sehen uns zur nächsten.